Hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, very happy to be here. Bin sehr glücklich hier zu sein. So, 2014 is coming to an end. Das Jahr 2014 kommt jetzt zu einem Ende. New Year starts soon. Ja, ja, startet soon. Bald. I hope the new year brings more peace than the current time. Ich hoffe, dass das neue Jahr mehr Frieden bringt als das jetzige. I would like to take only a few minutes to talk about something. Willst du ein paar Minuten jetzt über ein paar Dinge sprechen? Most important thing is there is a movie program arranged tomorrow. Das Wichtigste ist, dass da ein Programm, ein Videoprogramm arrangiert ist für morgen, also eine Filmvorführung. It is on peace. Wo es um Frieden geht. And it is free. Und es ist frei im Eintritt. At the end, Helga will give more information on that. Am Ende wird Helga dann mehr Informationen darüber geben. The person who presents this piece. Und die Person, die da morgen über Frieden spricht, in dieser Filmvorführung. He has been talking about it for 50 years. Er hat darüber gesprochen 50 Jahre lang schon. In many different countries. In vielen verschiedenen Ländern. So he gets invited to many organizations. To talk to them. Und er wird von verschiedensten Institutionen eingeladen zu sprechen. But most of the time he talks to people like us in different countries. Meistens spricht er zu Leuten wie uns in verschiedenen Ländern. So I would like to invite you for that. Und ich möchte Sie einladen, dorthin zu kommen. It is in the first district and she will give more information. Im ersten Bezirk und wir werden dann noch mehr Informationen geben. I would like to take one or two quotes from Mahatma Gandhi. Ich möchte jetzt ein oder zwei Zitate von Mahatma Gandhi vorlesen. All of you know, we have been talking about it in the previous meetings. Ich glaube, alle von Ihnen kennen Sie, weil wir auch schon früheren Treffen hier darüber gesprochen worden ist. He talks something about peace in a very different way. Und er spricht über Frieden auf eine sehr andere Art. I take one or two quotes from him. Ich lese jetzt ein zwei Zitate vor. When the countries fight, wenn die Länder kämpfen, he says, sagt er, an eye for an eye makes the whole world blind. Auge um Auge macht die ganze Welt blind. That's the problem. Das ist das Problem. Many times people have weapons here. Oft haben die Leute Waffen hier. Another country has weapons. Ein anderes Land. Hat Waffen, das, um sicherzustellen, dass sie angreifen, bevor sie angegriffen werden. They have a word for it, MAD. Und da gibt es ein Wort dafür, das heißt MAD. In English it is verrückt. Im Englischen heißt das mad, verrückt. Yeah. But the meaning is mutually assured destruction. Aber die Bedeutung ist mutually, also gegenseitige, assured, sichergestellte Destruction, Zerstörung. You attack me, I'll attack you, both of us will be destroyed. Also du greifst mich an, ich greife dich an und beide von uns werden zerstört werden. And Gandhi talks about it, an eye for an eye makes the whole world blind. Gandhi sagt, Auge um Auge, ein Auge um das andere macht die ganze Welt blind. The talk by tomorrow is by the person, or the video is by a person by name Prem Rawat. Also in diesem Film morgen spricht Prem Rawat. He gave an example about me. Er gab auch ein Beispiel über das. Your neighbor has got a dog which barks all through the night. Dein Nachbar hat einen Hund, der die ganze Nacht über bellt. You are very disturbed. Du bist sehr gestört dafür. Cannot sleep. Kannst nicht schlafen. Your wife, the Frau, cannot sleep. Deine Frau kann nicht schlafen. Always upset and frustrated. Du bist die ganze Zeit aufgeregt und frustriert. Then you get an idea. Aber dann kommt dir eine Idee. You tell your wife. Du sagst zu deiner Frau. I'm going to solve it. Ich werde das jetzt lösen. And then you go. Dann gehst du. And come back. Kommst zurück. She asks you, what have you brought? Sie sagt, was hast du da gebracht? I have brought a much bigger dog which will bark even more. Ich habe jetzt einen viel größeren Hund gebracht, der sogar mehr bellen wird. I am going to tie you in our house. Den werde ich jetzt bei uns hier anbinden.
totally crazy. Total verrückt. That's the way they are doing. Aber so machen sie es. So when we try to find, go for peace. Also wenn wir uns für den Frieden einsetzen wollen. Whoever wants to take the peace, there are two points there. One point there. Wer immer Frieden bringen will, da gibt es zwei Punkte. First of all, we cannot go and spread peace. Wir können nicht gehen und den Frieden verbreiten. Without us being in peace. Ohne dass wir selbst in Frieden sind. It's very important. Das ist sehr wichtig. Gandhi talks about it. Gandhi spricht auch darüber. Each one has to find his peace. Jeder muss seinen Frieden finden. From within. Innerlich. And peace to be real. Und damit der Friede echt ist. It must be unaffected by outside circumstances. Muss er von äußeren Umständen unabhängig sein. If I don't have the peace. Wenn ich den Frieden nicht habe. If I talk about peace and want, the whole world should have peace. Wenn ich dann darüber spreche, dass die ganze Welt Frieden haben sollte. It's something like this. Dann ist es ungefähr so. I am very fat. Ich bin sehr dick. Obese. Sehr unförmig. And I want to go to a doctor. Und ich möchte zu einem Arzt gehen. I will not go to a doctor who is as big as me, as obese. Ich werde nicht zu einem Arzt gehen, der genauso fett und unförmig ist wie ich. And if I want to learn cooking. Und wenn ich kochen lernen will. I won't go to a person who burns the food every time. Werde ich nicht zu einer Person gehen, die jedes Mal das Essen verbrennt. So, we need to be in the proper place so that people can look to it. Also wir müssen zuerst am richtigen Platz sein, dass die Leute verstehen. For this, I would like to give an example by Prem Rawat. Und dafür möchte ich noch ein Beispiel geben von Prem Rawat. There is an archer. Es gibt einen Bogenschießer. And he was really, really good. Der war wirklich gut im Bogenschießen. And he would shoot and he would go exactly to the place. Und hat das Ziel immer ganz genau getroffen. He'll take another one. Er hat einen anderen Pfeil genommen. And shoot. Und geschossen. That will even break the previous one exactly. Er hat sogar den vorhergehenden Pfeil getroffen. All the people will applaud. Und alle Leute haben geklatscht. And he was very proud. Er war sehr stolz. And one man at the back. Ein Mann hinten im Publikum. He always said, sagte immer, this is just practice. Ah, das ist nur Übungssache. So wherever this man went and showed all his skills, also wo immer dieser Mann hinging und all seine Künste gezeigt hat, this man at the back always said, hat dieser Mann im Hintergrund immer gesagt, this is practice. Ah, das ist Übungssache. So the archer got very upset one also, day. Dieser Bogenschütze ist dann einmal sehr ungehalten geworden. He talked to him. Und hat mit ihm gesprochen. Look, I am so famous. Ja, ich bin so berühmt. Everybody is appreciating. Jeder Mann anerkennt das. How come you are always saying, this is practice? Wie kommt das, dass du immer sagst, das ist nur Übungssache? So, this man said. Also dieser Mann hat dann gesagt. I am an oil man. Ich bin ein Ölmann. I will show you something. Ich werde dir etwas zeigen. He had a huge glass of or bottle of oil. Er hatte eine riesige Ölflasche. And he took another glass. Und hat eine andere Flasche genommen. A very small hole. Mit einem sehr kleinen Loch. And he even put a small coin with a hole on top. Und hat darauf noch eine kleine Münze gelegt mit einem Loch in der Mitte. And then he poured it. Dann hat das Öl gegossen durch dieses kleine Loch ins Glas. Not a drop spilled outside. Und nicht einmal ein Tropfen ist verloren gegangen. So he told the archer, can you please try and do it? Und dann hat den Bogenschützen gesagt, kannst du das jetzt probieren? The archer knew that he couldn't do it. It was back into it. Bogenschütze wusste, dass das nicht tun konnte. So then he understood it's a matter of practice. Dann hat verstanden, dass das Übungssache ist. This is a story from Prem Rawat. Das ist eine Geschichte von Prem Rawat. He always says, practice peace, not talk. Er sagt immer, praktiziere den Frieden und sprich nicht mehr darüber. So that it becomes your habit. So dass es deine Gewohnheit wird. It becomes your nature. Und deine Natur wird. Then when you take the talk to people about it. Wenn du dann zu Leuten darüber sprichst. Or whatever activity you do. Oder welche Aktivität immer du dann machst.
it will come from a genuine place. Wird es von einem echten Platz kommen. So I finish it with a couple of quotes from tomorrow's video. Jetzt möchte ich Schluss machen oder schließen mit ein paar Zitaten von dem Film von morgen. So this is from tomorrow's video. Peace is not a luxury, peace is a necessity. Frieden ist kein Luxus, Frieden ist eine Notwendigkeit. The reality is, there is no war that can be won. Es gibt keinen Krieg, der gewonnen werden kann. And the last quote is, das letzte Zitat ist, war, Krieg, poverty, Armut, ignorance, Unwissenheit, all these things are just symptoms. All diese Dinge sind nur Symptome. They are not by themselves anything real. Sie sind in sich selbst nichts Reales. Problem is somewhere else. Das Problem ist anderswo. So he talks a lot about it, in, we can hear in tomorrow's video. Also er spricht darüber viel und wir können das morgen in diesem Film sehen. It is in the British Parliament he is talking. Er spricht da im englischen Parlamentsgebäude. And we would like to welcome you. Und wir würden Sie herzlich einladen zu kommen. And thank you very much. He'll Vielen give Dank. Some details. Ja. Dieser Abend morgen ist im Café Korb. Das ist dieses Café 2-3 Minuten vom Stephansplatz in der Brandstätte 9, unten in der Art Lounge. Einlass ist um 19.30 Uhr, da kann man Getränke bestellen oder auch essen, wenn man will. Und der Film beginnt dann um 20 Uhr. Ich habe dann noch Zettel, die muss ich Und also, it is in the website. Ja, Facebook, glaube ich. Ja. Facebook. Facebook. Danke. Thank you very much. See you tomorrow.